Gucken wir mal, wo der Franz so sich rumtreibt. Oh, da ist er ja. Der Typ ist ja voll wie 1000 Russen. Herzlich willkommen, meine kleinen Täubchen. Wir befinden uns gerade noch im Hinterzimmer der verstorbenen bzw. ermordeten Dame. Unser Auftrag ist es jetzt ein bisschen in der Umgebung dieses Ladens, dieses Tabakgeschäfts nach Hinweisen zu gucken, vielleicht mal mit den Nachbarn zu quatschen, wer sie zuletzt gesehen hat, damit der Obst- und Gemüsebesitzer sicherlich etwas sagen können. Wir gehen mal raus, mal gucken, auf wen wir da so stoßen. Oh, da steht schon eine Frau. Sie raucht. Oh, der Obst- und Gemüsehändler hat nachgerüstet. Wir haben uns aber noch markiert, dass er da nichts Vernünftiges am Start hat. Jetzt hat er offenbar neue Ware bekommen. Oder sie. Wir gehen mal hin. Achso, wir können sie erstmal beobachten. Ja, beobachten wir sie erstmal. Ein Kopfsalat. 4 Pence. Ist, glaube ich, gar nicht, ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht so wenig. A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Okay, mit dem Essig gibt man sich hier nicht so viel Mühe. Gucken. Beobachten wir sie erstmal. This woman appears to be a smoker. Ja, dafür muss man kein Hercule Poirot sein, um das festzustellen. Sie hat eine Zigarette in der Hand, wobei ich nicht erkennen kann, dass sie ausgedrückt ist. Irgendwie wurde davon noch gar nichts geraucht. Ich habe da einen Kennerblick. Streichholzschachtel. Und ein gefüllter Aschenbecher. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Das ist nicht unwahrscheinlich, das stimmt. Naja gut, nach dem Preis für den Salat fragen ist. Was sind das für Fragen? Ja, das wäre das einzig Sinnvolle, aber steigt man so direkt ein? Ja. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Sie beschuldigen, dass sie sich lustig über sie macht, freundlich um Zusammenarbeit bitten. Freundlich ist nicht so Hercule Poirots Stärke. I do not quite understand. You work next door to each other, but you do not see each other? It's true. I didn't see her all day. Wieder ein Ego-Punkt. Oder man kriegt immer Ego-Punkte. Man weiß es nicht. Sagen, dass das Opfer zu ihr gegangen ist, die Bisch. One thing is certain. You are lying. So I'm a liar, am I? Get away from my stall! Jetzt sind wir, Sie haben die Trophäe gewonnen. Rustikaler Beichtstuhl. Herzlichen Glückwunsch. War ja nicht so zielführend. Oh, you again? I've nothing to say. Sie besitzt einen Obst- und Gemüseladen, sie raucht und war bestimmt Kundin im Tabakladen. Ja, das dürfte der Fall gewesen sein. Das ist Mary Drewer. Sie ist Alice Ashers Nichte. Ja gut, Verdächtiger, finde ich da ein bisschen gewagt. Sie ist Opfer. Das ist eindeutig. Was haben wir hier noch? Die Umgebung des Tabakladens überprüfen. Kann man sonst irgendwie was finden? Offensichtlich. Hey, Poirot. Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. I found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Jetzt also mit der lieben Mary quatschen. Können wir ein Zeitfenster bestimmen, in dem
Was macht Mrs. Escher gerade, als sie ermordet war? Ja, das können wir. Also das eine können wir auf jeden Fall. Das Zeitfenster, wir wissen ja so grob, wann das war. Leiche wurde gegen 23 Uhr entdeckt und wir wissen, dass sie um 17.30 Uhr noch lebend gewesen ist. Lebendig gewesen ist. Ja, Mensch. Dafür muss man kein Sherlock sein. Können wir das Zeitfenster noch verkleinern? Können wir dieses Zeitfenster verkleinern und warum? Also nicht mit den Sachen, die wir haben. Das glaube ich nicht. Aber wir haben auch nicht allzu viele. Ja gut, da fehlt uns noch ein Indiz. Das bringt so nichts. Können wir. Was macht denn Mrs. Escher gerade, als sie ermordet wurde? Ja, sie hatte eine Schachtel Zigaretten in der Hand. Sie war offensichtlich mit den Zigaretten dabei. Das passt aber. Nee, das ergibt keinen Sinn. Sie nahm eine Schachtel Zigaretten aus dem Regal. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Ja. Davon gehe ich auch aus. 5 Ego-Punkte gab es dafür. Das streichelt Hercule Poirots Selbstverliebtheit. Mit der hinterbliebenen Nichte. Die weint ganz schön. Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Netter Typ, ja, muss man sagen. Kann man nichts. Kann man nicht um. Sie trägt schon schwarz. Sie hat es offensichtlich sehr schnell erfahren. Beobachten wir die erstmal. Dieser Griff sind sie. Sie trägt ein Taschentuch. Gesenkter Blick. Und schwarz. She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Das ist bisher sehr simpel. Was haben wir denn an neuen Informationen? Ja, das ist ja nicht so die neue Information, dass sie die Nichte ist. Ne? Das hätte ich auch gewusst. Naja. Sprechen wir mal mit ihr. Was machst du denn? Ich renne da nur rum. Ah. Nein. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch mit der Tante hier sprechen. Das gestaltet sich aber offensichtlich nie so einfach. Ja, das wäre ein Kunststück, wenn die Dame auch mal unklickbar wäre. Kann ich sonst hier vor was anklicken? Hallo? Sie will nicht. Warum auch immer die Dame gerade nicht will. Ihr habt alle gesehen, ich habe eindeutig drauf geklickt. Jetzt gehe ich mal kurz raus und mach mal noch rein, mal gucken. Ja. Jetzt läuft er wieder rum. Thank you.
Wo klicke ich gerade nicht vernünftig? Das kann ja noch ein Weilchen dauern. Was? Vor allem wundert sie sich auch nicht dafür, dass ich um sie herumlaufe. Nö, noch nicht. Dafür fehlt uns noch Informationen. Aber trotzdem. Also irgendwie. Das ist jetzt mal dezent nervig, liebe Entwickler. Was soll das? I've finished with this subject. Ah, das ist ja schön. Wir haben ja überall sonst auch alles gefunden. Einzige, was gerade nicht so richtig will, ist das Sprechen. So. Gut Ding will Weile haben. Drückt halt. Fordere, dass sie aufhört zu weinen, sie nach ihrer Beziehung zu ihrer Tante fragen. You are very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Daraus schließen, dass ihr das Erbe zufällt. Aber lieber nicht. Your aunt did not have any children. Is that correct? No. She was separated from her husband. What do you think about Franz Asher? Your aunt's husband. He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. You were not very surprised when you heard what happened? Oh, but I was. You see, it was a nasty piece of work. But up until yesterday, it was just empty threats. He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Your aunt should have asked for a divorce. Oh no, sir. My aunt had principles. Well, your aunt's principle have led her to the morgue. Okay, das gebe ich zu, das war jetzt eher schlecht. Hastings, please see this young lady home. I fear that it's quite impossible to finish our interview at present. Poirot, what have you done? I've never known you be so brutal. Dali Schnurrbart und kleiner Esel. Also ich räume ja, was die Errungenschaften angeht, hier richtig ab. Ihre Tante war ihre einzige Familie, sie bestätigt, er fürchtet seine Frau. Warum auch immer er seine Frau fürchtet, Franz Escher müssen wir finden. Hier kommen wir, glaube ich, der Sache noch nicht näher. Gut. Gucken wir mal, wo denn der Franz so sich rumtreibt. Oh, da ist er ja. Der Typ ist ja voll wie 1000 Russen. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Ja, ist nicht unwahrscheinlich. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Ein paar Erdbeeren? Yeah. Red liquid is oozing out. Ja, gut, das kennen wir schon. Wie kriegen wir den jetzt wieder nüchtern? Am ehesten ja mal mit Wasser oder so, ne?
irgendwo was? Mrs. Usher lived very simply. Der Typ schnarcht. Mrs. Usher lived very simply. Das könnte man ja ganz gut verwenden, aber das geht offensichtlich nicht mehr. Mrs. Usher lived very simply. Wir können uns das hier nicht nehmen. Schade, ich dachte, so ein Eimer Wasser hätte da vielleicht durchaus geholfen, aber schauen wir mal, was sonst noch so rumliegt. Im Inventar haben wir auf jeden Fall nichts. Er ist alkoholsüchtig, gewalttätig und aggressiv. Ja. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Hm. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. Wie werden wir jetzt mit diesem Trunkenbold fertig? Vielleicht gehen wir erstmal raus und gucken da. Vielleicht hätte die Frau aus dem Gemüseladen noch was am Start. Der Essig. Oh, you again? I've nothing to say. A bottle of poor quality vinegar. The smell could awaken the dead. Mhm. Nachdem sie das Franz fallen gelassen hat, ach so. Oh, das hatte ich. Ja, man sollte schon vielleicht auch mal auf seinen Questlog achten. Ansonsten halte ich die Essig-Idee nicht für so dämlich, muss ich sagen. Wenn er schon sagt, das hilft durch einem Toten. It's Alice Asher's Notebook. Aha. Die Finanzen der Lady. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Aha. Sonst noch was ist das? A box of new stockings. Gut, die Strümpfe halte ich jetzt irgendwie nicht für besonders spektakulär. So. Kleiner Esel. Ja, 2 Ego-Punkte. Da haben wir sie. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Sie des Mordes an Alice Ashers. Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. Aha. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you. But I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. Do you want to go to prison? Prison? Now that's not fair, I haven't done nothing! In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. Aha. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was always a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed?
I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Ascher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Interessant. Eine verfügbare Indizie. Ich würde jetzt sogar mal diesen Essig mitnehmen. I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. Let us now try and get our brain cells to work. So, können wir das Zeitfenster verkleinern? Ja, können wir. Alice Ascher wurde zwischen 17:30 und 18 Uhr ermordet. Jetzt müssen wir Franzl befragen. Das, meine lieben Mitkriminalisten, erledigen wir aber in der nächsten Episode. Dann seid ihr hoffentlich wieder dabei, wenn wir erfahren, was denn der Trunkenbold so Schönes getrieben hat. Dann bis dann. Ciao, ciao. Hallo, meine kleinen Täubchen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Denn wenn dem so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und gerne auch einen Kommentar drunter. Und falls noch nicht geschehen, auch ruhig das Abonnieren nicht vergesse. Hier findet ihr auch so ein paar Kontaktinformationen zu mir, ja, Twitter, Facebook, Instagram, den ganzen Kram. Da findet ihr ein paar andere Videos, schaut ruhig mal rein. Und dann sehen wir uns zeitnah wieder. Dann bis dann, ciao, ciao.